Das ist Volksinteraktiv an diesem Donnerstagnachmittag und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Clara Bloder und bei uns geht es heute mit Musik und viel Information rein in diesen Donnerstag. Denn wir haben heute auch wieder Gäste. Christa Fartig wird mit Robert Fartig und Hannes Lanz im zweiten Teil zu Gast sein. Und da gibt es Informationen zum Trackerfest, zu ihrem großen Heimspiel in der Steiermark und natürlich zu ihrer Musik. Und bevor es zum zweiten Teil von Volksinteraktiv kommt, gibt es natürlich im ersten Teil viele Informationen aus der Musikwelt, Neuigkeiten, Veranstaltungstipps und vieles mehr. Wir blicken auch auf unsere Social-Media-Kanäle, also umfangreiche Informationen rund um die Musik heute bei Volksinteraktiv. Schön, dass Sie mit dabei sind, auch vielleicht an diesem etwas regnerischen Donnerstag, aber wir lassen uns die Sonne durch die Musik ins Wohnzimmer oder in die Küche kommen. Also bitte starten wir durch mit Musik und dann geht es gleich weiter mit den ersten Themen. Ein Leben für die Musi und alt und jung im Walzer und Polka-Schritt, da macht ein jeder mit. Ich glaube, das ist auch das Motto von vielen Musikrichtungen, auch speziell hier bei uns bei VolksTV. Immer wieder dürfen wir entdecken, Schlagermusik oder auch Volksmusik und speziell auch Oberkrainermusik, da gibt es keine Grenze, da gibt es keine geografische Grenze, aber auch keine Altersgrenze. Und jung und alt feiert gemeinsam in Zeltfesten oder in Veranstaltungshallen die gute Musik und den Tag. Und so war das auch am Wochenende der Fall, denn wir waren auch mit der Kamera fleißig unterwegs. Und auch ein Leben für die Musi, das ist auch so quasi unser Motto hier bei VolksTV. Die Oberkrainer Musik war das Motto vom vergangenen Wochenende. Wir waren mit der Kamera beim Alpskivecea und zeigten am Sonntag den Oberkrainer Zirkus. Und in Bochin beim Alpskivecea, da wurde fleißig gefeiert und die Alpen-Oberkrainer haben eingeladen. Und mit vielen, vielen Gruppen haben sie diesen Abend gemeinsam gemeistert und es wurden auch viele Auszeichnungen ausgeteilt. Denn Rudi Mali ist nach Bochin gekommen und hat seinen Oberkrainer Award mitgenommen. Und Rudi Mali hat diese Idee vor Jahren ins Leben gerufen und hat gesagt, es gehört mehr gemacht für die Oberkrainer Musik und ich möchte mit diesem Oberkrainer Award und mit meinem Oberkrainer Award Team viele, viele auszeichnen, die auch ein Herz für diese Musik haben. Und da gab es zum Beispiel den Oberkrainer Award für Janis Peer von den Alpen Oberkrainern für sein Lebenswerk oder auch Christian Stromer und seine Musikanten haben einen Award mit nach Hause genommen. Die Oberkrainer Kameraden wurden ausgezeichnet und viele, viele mehr. Also es hat gleich so Preise geregnet in Bochum beim Alpskivecea. Und natürlich durften viele namhafte Gruppen aus der Oberkrainer Szene nicht fehlen. Ich möchte jetzt gar nicht so ins Detail gehen, denn ich kann nur verraten, wir haben ja, wie gesagt, diesen Abend aufgezeichnet und die Highlights können wir dann demnächst auf Volksinteraktiv zeigen, was wir so in Bochin alles erlebt haben, wen wir getroffen haben, wer ausgezeichnet worden ist und wie so der Abend verlaufen ist. Also wie gesagt, die Highlights vom Alpskivecea gibt es dann hier bei uns demnächst auf VolksTV zu sehen. Wir machen dann weiter und bei uns ist auch das Thema Musik Wettbewerb, denn es gibt natürlich auch zahlreiche Informationen zum ASDVS, zum Austria sucht den Volksmusikstar. Es ist ein Wettbewerb rund um die Volksmusik und da hat es vergangenen Sonntag die Kärnten-Ausscheidung gegeben und jetzt am Sonntag gibt es die Steiermark-Ausscheidung und wie das so verlaufen wird und wie es verlaufen ist, das gibt es gleich. Mamaci. Auch schon ein bisschen Richtung Muttertag. Andrea Berg hat Aufstellung genommen und etwas ruhigere Klänge für diesen gemütlichen Regennachmittag. Hier bei Volksinteraktiv dürfen natürlich auch nicht fehlen. Bei uns geht es weiter wie angekündigt mit ASDVS. Margret Allmann, Basti Fantasti, die Organisatoren von diesem Wettbewerb Austria sucht den Volksmusikstar. Die waren bei uns hier in der Volksinteraktiv-Sendung und haben schon von ihren Plänen berichtet. Und am Wochenende war es soweit. Das erste Ausscheidungsergebnis ist schon da. Das heißt, es haben schon viele Gruppen ihr Talent bewiesen in den Castings und in Kärnten fand die erste Ausscheidung statt in Wolfsberg. Es sind viele Gruppen, die sich gemeldet haben zu diesem Wettbewerb, aber natürlich ist es und bleibt es eine Herausforderung und natürlich auch ein Wettbewerb, wo nur einer gewinnen kann. Und so mussten sich ein paar Gruppen schon verabschieden und
viele Gruppen sind Richtung Finale schon weitergezogen. Ich möchte auch nicht viel zu verraten. Ich kann auch nur sagen, dass wir mit der Kamera mit dabei sind und waren. Und das Ganze gibt es am 14. Juli hier bei uns auf Volkstv zu sehen. Das heißt, Mitte Juli gibt es dann die Ergebnisse von den ersten Ausscheidungen in Kärnten und der Steiermark. Denn es geht am Wochenende weiter. In Krieglach gibt es die Steiermark-Ausscheidung. Und da haben sich auch schon 13 Gruppen in etwa gemeldet, die in Krieglach mit dabei sein möchten und Richtung Finale weiterziehen wollen. Und da müssen sie sich natürlich auch zeigen vor der Jury, was sie so drauf haben. Und das Publikum, das ist ganz wichtig, das Publikum entscheidet natürlich auch kräftig mit. Darum ist es auch vielleicht notwendig, sich als Musiker und als Interpret einen großen Fanclub mitzunehmen nach Krieglach, die fleißig natürlich mitvoten und anrufen für den Musikliebling, damit dieser dann auch natürlich ins Finale einziehen kann. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Die Castings sind bereits vollzogen, die Ausscheidungen sind mitten im Gange und ja, dann geht es Richtung Finale im September. Und dieses Finale wird Ende September auch in Wolfsberg stattfinden und dann wissen wir, wer der nächste Volksmusikstar geworden ist. Also Austria sucht den Volksmusikstar und alle Infos und alle Highlights von den Ausscheidungen aus der Steiermark und aus Kärnten gibt es dann Mitte Juli hier bei uns auf VolksTV zu sehen, wo wir natürlich auch die Musiker mit dem Mikrofon begleitet haben und auf der Bühne natürlich zeigen werden. Ja, bei uns gibt es weiter mit Musik und dann schauen wir auch Richtung Stargäste, denn Robert und Christoph Hartig sind mit Hannes Lanz heute angereist und berichten über ihr Trackerfest. Das gibt es ab 15 Uhr zu sehen und eine musikalische Vorankündigung werden wir im ersten Teil noch bei Volksinteraktiv machen. Die Polka-Raketen und es ist heute Volksinteraktiv bei etwas verregneten und kühlen Mai-Temperaturen. Ja, der Frühling hat uns im März zahlreich begrüßt und umfangreich mit schönen und angenehmen Sonnenstrahlen. Aber jetzt zeigt er sich ein bisschen von der kalten Seite. Aber wir lassen uns nicht die Laune verderben, ganz im Gegenteil, wir holen uns die Sonne mit Musik in unsere Häuser und Wohnungen. Und da gibt es natürlich viel zu entdecken in unserem Musikprogramm. Und Daniel und ich werden auch in nächster Zukunft bei uns hier VolksTV unsere Videoproduktionen etwas genauer vorstellen. Denn unser Videoclip-Team ist ja immer wieder unterwegs, zieht durch die Lande mit den vielen Musikern und Musikgruppen. Und das wollen wir ein bisschen auf VolksTV zeigen. Denn man kann sich das oft nicht so vorstellen, wie so ein Videodreh abläuft. Es sind wirklich viele, viele Stunden nötig und viel Überlegung, viel Geduld, viel Konzentration. Und ja, die Musiker und das Team müssen oft wirklich sehr viele Nerven beweisen. Denn wenn man vielleicht jetzt von der Sonne singt und es ist ein Regentag, dann muss man abwarten, bis die Wolken sich wieder verzogen haben. Oder man geht auf die Berge und will von den frühlingshaften Temperaturen singen und dann ist aber noch Schnee auf den Bergspitzen. Also da muss man wirklich schon ein bisschen flexibel sein und ein bisschen hinter die Kulissen wollen wir auch blicken und die Videoclips näher vorstellen. Und das tun wir immer wieder in unseren VolksTV-Videoproduktionen. Und genauere Informationen gibt es dann auch immer freitags bei uns hier auf VolksTV und da zeigen wir euch immer wieder Neues und Altes aus unserem Musikprogramm. Also wir schauen ein bisschen im Archiv über Videos, die vielleicht auch schon ein paar Jahre her sind, so unsere ersten Videos und auch komplette Neuheiten. Also wir wollen euch da natürlich umfangreiche Einblicke gewähren in unsere VolksTV-Videoproduktionen, wie das so aussieht und vor allem, welche Videos von uns natürlich auch selbst produziert worden sind. Und bei uns geht es dann weiter im zweiten Teil, jetzt ab 15 Uhr. Wir schauen in eine kurze Werbung und dann schauen wir auch natürlich, was im CD-Shop so Neues gibt. Es geht ja Richtung Muttertag und es geht natürlich auch Richtung Sommer. Da braucht man vielleicht Geschenksideen und kann sich auch Informationen aus unserem CD-Shop holen. Und ab 15 Uhr, wie gesagt, gibt es meine Stargäste. Robert und Christoph Hartig haben Hannes Lanz mitgenommen, denn die drei sind am 1. Juni beim Trackerfest in der Steiermark vertreten. Und dieses Trackerfest wird auch im zweiten Teil ein großes Thema sein. Und wenn ich die drei schon bei mir im Studio habe, dann möchte ich natürlich über ihre Musik auch Neuheiten erfahren. Das tun wir dann ab 15 Uhr. Also in eine kurze Kaffeepause starten wir und sind dann gleich wieder kurz nach drei für Sie da. Also dranbleiben, ich freue mich drauf. Das
Das ist Volksinteraktiv an diesem Donnerstag. Und zu weit weg, das sind jetzt nicht meine Gäste. Sie sind ganz nah bei mir an der Couch gelandet, hier heute in VolksTV. Und das ist die Christa Fatek mit dem Robert F., Robert Fatek und den Hannes Lanz. Bei uns geht es heute ums Zrakafest und um natürlich die Musik von den Dreien. Die wollen wir natürlich auch umfangreich heute vorstellen. Ich sage einmal einen schönen Nachmittag zu euch, lieber Robert, liebe Christa, lieber Hallo, Hannes. Hallo. Schön, dass ihr bei mir seid. Regnerischer Tag und es passt genau, um gute Informationen zu bekommen zu einem Fest. Das ist auch nicht weit weg, das ist schon relativ nahe. Das Zrakafest steht an und mit dem starten wir so richtig rein in diese Sendung heute. Robert und Christa, da darf ich euch bitten, ihr habt Informationen parat. Ja. Ja, wir machen das Zrakafest heuer zum zweiten Mal. Mhm. Also ich habe es vorher schon 13 Mal gemacht, 13 Jahre lang. Dann 10 Jahre ausgesetzt und letztes Jahr haben wir wieder angefangen. Und das findet jetzt vom 31. Mai bis zum 2. Juni beim Lipizzaner Franzl in Heiligenkreuz am Wasen statt. Ich darf ein bisschen rübergreifen. Wir haben wirklich ein super tolles Programm mit musikalischen Leckerbissen. Allen voran Headliner am Abend, am 2. Juni. Am Samstag ist natürlich die Christa Fatek mit Band. Dann haben wir einen Hannes Lanz dabei, der ein sehr guter Freund von uns ist. Den Hannes habe ich schon gekannt, da war ich noch gar nicht musikalisch tätig. Und ja, es wird wirklich ein tolles Event mit Showtrucks, mit cooler Country-Musik, Schlagermusik, mit Verkaufsständen, mit ausgezeichneter Kulinarik vom Lipizzaner Franzl. Mhm. Also das Essen beim Lipizzaner Franzl in Heiligenkreuz ist wirklich Weltklasse. Also wer das versäumt, der ist selber schuld. Das wollen wir natürlich nicht versäumen. Also von 31. Mai bis zum 2. Juni findet dieses Truckerfest statt. Lieber Robert, du hast gesagt, du warst hier schon jahrelang tätig als Organisator, hast ein bisschen ausgesetzt, künstlerische Pause quasi, aber ja, seit dem vorigen Jahr. Wie ist eigentlich die Idee in deinen Kopf gekommen? Es war in den jungen Jahren, ich bin ja Lkw-Fahrer vom Beruf und ich wollte eigentlich immer das Verständnis der Menschen zum Lkw-Fahrer oder überhaupt zum Lkw etwas aufpolieren. Mhm. Also als Lkw auf der Straße bist du eigentlich immer nur ein Hindernis und jeder schimpft über einen Lkw, obwohl eigentlich quasi 100% der Sachen, die wir täglich brauchen, ob es jetzt die Zahnpasta ist, die Zahnbürste, ob das für einen Hausbau ist, oder es wird zu 100% alles mit dem Lkw transportiert. Und das wollte ich damals, das war der Grundgedanke, ich wollte eigentlich den Menschen beibringen, was wirklich vom Lkw abhängt. Mhm. Und es gibt keine bessere Möglichkeit eigentlich, als das im Zuge eines Festes den Leuten beizubringen. Und da hast du eigentlich die Idee gehabt, dieses Truckerfest in der Steiermark, in deiner Heimat zu veranstalten und wirklich einmal Einblick quasi in die Welt der Lkw-Fahrer zu geben. Genau, genau. Wir haben das damals zusammen mit einem Western-Club gemacht und wir haben Truck-Rundfahrten gemacht für Kinder und wirklich geschaut, dass die Leute wirklich mehr Verständnis für den Lkw-Fahrer und den Beruf an und für sich haben. Und das ist uns eigentlich immer sehr gut gelungen. Also man kann wirklich sagen, dieses Truckerfest ist jetzt ein umfangreicher Einblick in Lkw, in Musik, in Kulinarik, in einfach, ein relaxtes, gelassenes Leben, auch ein bisschen das Leben feiern. Ich glaube, wenn man so immer auf der Straße ist, man sieht viel, man erlebt viel, da hat man auch schon ein bisschen einen anderen Blick vom Leben, vom Alltag. Ja, genau. Wobei wir Lkw-Fahrer ja eigentlich die legitimen Nachfolger der Cowboys eigentlich sind. Ne? Ja. Weil wir wirklich noch die Freiheit leben können. Wir sind zwar durch Gesetze eingeengt, aber wir haben trotzdem noch unsere Freiheit. Wir müssen unsere Arbeit machen, aber wie und wann und wie wir das gestalten, das bleibt ja uns überlassen. Und jeder Trucker hat seinen Lkw auch zum Teil ausgerüstet, also schöner, wie manche es Wohnzimmer zu Hause haben, mit allem drum und dran, mit Fernseher, mit Kühlschrank, mit allem drum und dran. Und die leben ja die ganze Woche in diesem Lkw. Und da muss das schon etwas Besonderes sein. Und das kommt bei den Leuten dann auch sehr gut an, die uns eben auf den Truckerfesten besuchen und die Trucks bestaunen mit ihren vielen Lichtern, mit ihrem Komfort, was sie haben und mit allem drum und dran. Und man kommt sich dann auch näher und die Leute haben dann wirklich ein bisschen mehr Verständnis für unseren Beruf.
Und was auch ganz wichtig ist, wenn man im LKW unterwegs ist, oft tagelang, oft stundenlang, man braucht Komfort, man richtet sich das auch schon schön ein, so wie du gesagt hast. Aber auch ganz wichtig ist, man drückt den Knopf und hat gute Musik. Und deswegen haben wahrscheinlich auch LKW-Fahrer gute Musik umso lieber und wissen auch, was so bei einem Truckerfest gespielt werden soll. Ja, genau. Nachdem wir ja die legitimen Nachfolger der Cowboys sind, ist natürlich vorrangig Country-Musik, dann auch Schlagermusik, Rockmusik. Also wir hören ja wirklich alles, aber vorrangig eigentlich bei den LKW-Fahrern ist ja wirklich Country Music. So ein bisschen Freiheit, also auch in Amerika die großen breiten Straßen, kann man sagen, ein endlicher Blick in die Weite, wo man dann wirklich dann auf den Highways entlang, also da ist man schon ein bisschen so amerikanisch angehaucht, so als LKW. Schon, ja. Schon, hat man schon ein bisschen im Hinterkopf. Und gerade die Country Music verbindet ja dann auch die LKW-Fahrer mit den Bikern zum Beispiel. Oder mit gibt sehr viele Western-Clubs, Line-Dance-Clubs und alles. Und das verbinden wir bei unserem Truckerfest alles miteinander. Alles verbunden und auch die Freundschaft und die Musik verbindet. Und zwar in diesem Sinne auch, du hast hier namhafte Künstler ins Boot, oder ihr habt euch namhafte Künstler ins Boot geholt. Ihr zwei habt gesagt, wenn das Truckerfest schon stattfindet, ihr möchtet natürlich auch den Hannes Lanz oder Duo Amor oder den John Briscoe ins Boot holen. Wie schaut das ganze Programm genauer aus? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was verraten. Also vielleicht noch ein paar Worte anschließend zu meinem Mann. Also die Idee entstand ja letztes Jahr schon, weil wir eben gesagt, er hat mir davon erzählt und ich dachte, das ist irgendwie so schade, dass das jetzt irgendwie nicht weitergeführt wird. Und ich habe dann mit meinem Mann gesprochen und gesagt, du weißt ja alles, du kennst LKW-Fahrer, du kennst das Ganze drumherum, was wichtig ist. Und ich habe eigentlich mehr oder weniger die Musik in der Hand. Wollen wir nicht nochmal versuchen? Starten wir mal ein Jahr und schauen mal, wie das gelingt. Das haben wir auch getan, ja. Und ich war jetzt mehr für den musikalischen Teil zuständig, ja. Und da ich ja auch Schlager- und Country-Musik mache und zurzeit ist wirklich beides sehr in, sage ich mal. Country hat gelebt, lebt und wird wahrscheinlich auch weiterleben. Schlager boomt immer und immer stärker. Deswegen haben wir auch gesagt, wir verbinden wirklich Schlager und Country, auch in diesem Open Air, kann man sagen. Ja. Dazu haben wir uns natürlich auch den Hannes Lanz geholt. Ja, für mich ist er ein super, super Sänger und er präsentiert sich wahnsinnig gut auf der Bühne, muss auch mal gesagt werden. Und unser Duett natürlich, das ist auch immer wieder ein Highlight. Ja, und meine Musik, die Country-Musik, ich kann auch meine Lieder natürlich präsentieren. Ich mache auch viele Cover-Songs. Dann hatten wir uns auch überlegt, machen wir es einen Tag, zwei Tage oder drei. Letztes Jahr hatten wir zwei Tage und es lief an beiden Tagen wirklich sehr, sehr toll. Und deswegen haben wir uns freitags Teheran Tascha geholt. Das ist ein Elvis-Sänger, wunderbare Stimme. Dann, also eben 1. Juni ist die Hauptveranstaltung mit John Briscoe, Robert F., meine Wenigkeit, und Hannes Lanz. Und am Sonntag gibt es dann einen Frühshop mit meinen zwei Brüdern. Mhm. Ja, das sind ein Familienunternehmen, das Duo Amor. Alles klar. Bevor wir ein bisschen näher ins Detail gehen, ich möchte auch noch genauer wissen, wie das so ist als Truckerfahrer, wie man das als Frau von einem Truckerfahrer lebt. Zu weit weg, der Titel euer Duett passt ja eigentlich auch gut zu Truckerfest, also mit dem LKW ist man ja immer weit wieder unterwegs. Ja. Ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen plaudern noch über das Truckerfest und ein bisschen über die LKW-Hintergründe, aber es gibt da schon einen Titel, der dieses Fest ein bisschen musikalisch prägt. Und diesen Titel hören wir jetzt und da darf ich dich nicht bitten, dass du jetzt Aufstellung nimmst, sondern dass du indirekt jetzt so quasi anstimmst, die Straßen der Nacht. Das ist, glaube ich, jetzt der Aufhänger quasi von diesem Song. Das ist der Aufhänger, ja. Diesen Trucker-Song hat meine Frau letztes Jahr für mich geschrieben und ist recht erfolgreich eigentlich gewesen. In Deutschland in ein paar Hitparaden gelistet gewesen. In Holland war ich auf Platz 2 in der Hitparade mit diesem Song und er passt genau. Zum Trucker. Genau, ihr habt ja auch natürlich Musik mitgebracht und über die Musik werden wir dann nach dem Truckerfest noch ein bisschen ausführlich plaudern. Da gibt es ja beim Hannes, bei der Christa und beim Robert ja einige Neuigkeiten rund um ihre musikalischen Titel, um musikalische Videos. Also das gibt es auch noch heute bei Volksinteraktiv, aber alles Schritt für Schritt. Jetzt gibt es einmal den Robert musikalisch und dann noch Informationen zum Truckerfest. Hallo, hier ist Robert F., ist grad wer von euch dran? Ich hab ja auch das Radio an,
und sing so gut ich kann. Da meldet sich ein alter Freund, den ich gut leiden kann. Er teilt sein Leben so wie ich mit der Autobahn. Straßen der Nacht, wenn der Mond mich bewacht, bin ich nicht allein, denn sie führen mich ein. Lichter am Weg, Verliebte am Steg, ich denk auch daran, wie es mit uns begann. Ein Country-Song von meiner Frau, ich hab den Player an. Und ich denk, wie schön es wär, jetzt in ihrem Arm. Ich seufze kurz, was soll ich tun, bin auf dem Weg zu ihr. Und so Gott will, bin ich dann bald wieder bei ihr. Straßen der Nacht, wenn der Mond mich bewacht, bin ich nicht allein, denn sie führen mich heim. Lichter am Weg, Verliebte am Steg, ich denk auch daran, wie es mit uns begann. Müde von der langen Fahrt, ich lass noch Luft rein. Ich fahr den nächsten Parkplatz an, ne Pause, man muss jetzt sein. Straßen der Nacht, auch ganz wichtig für das Trackerfest, der Musiktitel schlechthin, quasi der musikalische Aufhänger. Wir bleiben beim Thema LKW, lieber Robert, liebe Christa, lieber Hannes, denn wenn ich schon einen LKW-Fahrer hier neben mir sitzen habe, warum eigentlich dieser Beruf, Robert? Wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Ja, eigentlich rein zufällig. Meine Brüder und Schwagern sind alle LKW gefahren. Mhm. Ich habe einen bürgerlichen Beruf gelernt, ich bin gelernter Schneider. Mhm. Und hatte eigentlich mit dem LKW-Fahren nichts am Hut. Ich wollte es meinen Brüdern nicht nachmachen. Ja. Und dann ist damals mein erstes Kind auf die Welt gekommen. Und Textilbranche ist relativ schlecht bezahlt. Und da habe ich gesagt, okay, das Kind soll von der Mutter aufgezogen werden, nicht von den Großeltern oder von Tanten und sonst was. Und habe ich gekündigt, noch gar keinen LKW-Schein gehabt und bin dann fahren gegangen. Habe mich dann auch unter anderem selbstständig gemacht und diverse Showtrucks auch hergerichtet. Also ich war sehr viel auf Truckerfesten unterwegs in ganz Österreich, in Deutschland. Habe so um die 40 Pokale nach Hause gebracht in der LKW-Bewertung. Es werden ja die schönsten LKWs immer bewertet, da gibt es Pokale und Urkunden. Da habe ich so an die 40 Pokale eingeheimst und dann durch private Umstände habe ich dann ja damit aufgehört und letztes Jahr haben wir dann wieder angefangen. Also wenn ich meine, ich bin ja auch viel auf den Straßen unterwegs, nicht in einem LKW, aber ich weiß schon einiges. Wie du sagst, wie sage ich das jetzt so ein bisschen, es
sind schon ein bisschen an die Stiefkinder auf den Straßen. Man weiß das, man sagt das ein bisschen so, das Elefantenrennen, wenn ein LKW den anderen überholt und dann dauert das ewig und ja, dann denkt. Genau. Aber was man beobachten kann als Laie, ihr seid schon im Gegensatz zu den Autofahrern irgendwie so verbunden miteinander. Da gibt es einen Gruß, da winkt man sich zu, da wird geblinkt und ja, schon. Also das ja, ist schon, ja, ja. Ihr seid mit der Straße verheiratet und ihr freut sich dann, auch wenn ihr euch nicht kennt, oder winkt der eine dem anderen zu. Das ist schon genau, es ist auch sehr oft, du kennst deinen Fahrer nur über Funk oder nur. Und wenn du deinen Fahrer dann persönlich triffst, du kennst den gar nicht, du kennst nur seine Stimme. Du alles kommst klar. Dann irgendwann nochmal drauf, okay, das ist jetzt der, ne? Aber früher war es halt, du hast wirklich über CB-Funk hast du mit den Fahrern gesprochen und jeder hat jeden gekannt und es war ein Zusammenhalt, es war eine Gemeinschaft. Ja. Ist mittlerweile natürlich auch nicht mehr so wie früher, aber es gibt doch noch einen sehr starke Gemeinsamkeit, ja. Eine Gemeinsamkeit auch in Musik und auch die Liebe ein bisschen zu den Trucks. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mitgewachsen bei dir, Christa. Ja, also ich habe das zuvor ja auch nicht gekannt, bevor ich meinen Mann nicht kennengelernt habe. Wo übrigens der Hannes schön ist, oder? Das dürfen wir später noch. Lieber Hannes, ja. Das werden wir noch ansprechen. Hat er gut gemacht. Also mein Mann hat mich mal mitgenommen zu so einer Trucker-Fest. Ja, ich habe das mal gesehen. Also ich war total überwältigt. Ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können. Also in der Nacht und die ganzen LKWs beleuchtet und innen, also das reinste Wohnzimmer, also wahnsinnig schön und diese Liebe zu den, die Fahrer zum LKW haben, für mich war das so gigantisch, es hat mich wirklich fasziniert, ja. So fasziniert, dass ich sogar bei unserer Hochzeit mit einem Truck fahren durfte. Erzähl, ihr habt eigentlich im Trucker-Stil geheiratet, kann man das genau, so sagen? Ja. Ja? Bist du also keine Kutsche mit Pferden, nein, sondern Pferdestecker kann man das sehen? Ein Truck mit 600 PS, ja. Und da bist du vorgefahren, bis zur Kirche oder wie? Ja, ich durfte mitfahren und auch hinten Platz nehmen, also das ist wirklich wunderschön, ein schönes Gefühl, ja. Und man merkt auch, ihr leuchtet auch ganz speziell, wenn ihr von diesem Trucks redet. Also das ist schon, wie du sagst, man kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber das ist schon eine besondere Verbindung. Ja. Apropos Verbindung, da schaue ich zum Hannes. Wie hast du das geschafft, die zwei irgendwie unter eine Haube oder unter einen Truck zu bekommen? Oder wie? Ja, ich meine, grundsätzlich ist so, dass der Robert und wir zwei schon in einer Firma zusammengearbeitet haben. Und bei einem Auftritt mit der Christa hat sich das zufällig ergeben, dass der Robert das Plakat gesehen hat von uns zwei und hat gesagt, den Hannes kenne ich, die Christa kenne ich auch vom Singen und war dann bei dieser Veranstaltung und dann hat es halt einmal gefunkt. Ja, und alles andere geht mich ja, nicht. Ich habe aber es war dann so schön, bei diesem Trucker-Fest war ich dann auch als Sänger dabei und da hat sich, ich meine, die Christa und ich haben uns schon lange gekannt und verbindet echt eine musikalische Freundschaft. Und es war, irgendwie war das so schön, weil die Christa so ein Herzensmensch ist. Und also nicht, dass ich jetzt schleimen will, aber es ist so, es ist einer in der Branche einzigartig, eine Top-Sängerin und auch ein Mensch. Und das findet man da, und da der Robert auch. Und dass irgendwo dieser Kick bei der Veranstaltung passiert ist, dass sich zwei so Herzensmenschen finden, das war persönlich für mich so schön, weil ich weiß, die Christa braucht so einen Menschen wie Robert. Und das war eigentlich so schön, dass sie das dort ergeben hat. Liebe auf den ersten Truck. Ja, und so ungefähr. Dadurch verbindet uns das auch jetzt musikalisch. Und man merkt auch in der Energie, dass wir eigentlich auch auf einer anderen Sphäre miteinander kommunizieren. Ja. Nicht nur Sänger, sondern wir sind auch befreundet. Und bei uns gibt es keine Neid. Das ist jeden seinen Erfolg irgendwie. Auch eine Verbindung und ein Zusammenhalten wie bei den LKW-Fahrern, da muss man auch wirklich gemeinsame Sache machen. Damit ich bin auch ein Trucker-Fan. Also ich wollte gerade fragen. Ich stehe auf das. Ich freue mich aufs Trucker-Fest. Ich möchte mal so richtig einmal drinnen sitzen. So einen, ich bin selber auch Truck gefahren. Und wirklich? Einen kleinen. Ich war in der Eisbranche noch wie vor und dann habe ich ja bei der Firma als Eislieferant angefangen und bin mit seinen 8-9 Tonner gefahren. Yeah. Und der Robert war ja, wir sagen es nicht, die Firma, er hat diesen großen LKW, wo die Ware gekommen ist, gebracht. Alles und klar. Und da haben wir uns eigentlich jeden Tag gesehen. Gell? Also das heißt, wenn ich mit der Kamera zum Truckerfest komme, da werde ich noch ein paar LKW-Vokabeln ein bisschen studieren. Da wäre ein bisschen LKW-Nachhilfe nehmen beim Robert, damit ich dann sattelfest und Truckerfest bin. Okay. Weil wir dürfen schon verraten, wir kommen mit der Kamera mit und werden natürlich auch das Truckerfest umfangreich vorstellen und präsentieren. Das heißt, noch einmal für alle, die jetzt sagen, hey Moment, das interessiert mich aber auch, ich möchte vielleicht auch einmal so einen Truck und die Musik näher anschauen. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni, und da bleiben wir jetzt noch einmal bei den Details vom Truck.
Volkerfest. Wir sind in der Südsteiermark. Man kann sagen, Heiligenkreuz am Wasen beim Lipizzaner Franzl, so heißt das Ganze. Mhm. Genau. Kann man das ein bisschen für alle, die sich jetzt nicht so auskennen, genauer beschreiben? Es ist von Graz Richtung Feldbach. Mhm. Also den Hühnerberg kennen die meisten wahrscheinlich. Mhm. Es geht genau über den Hühnerberg drüber und da geht schon rechts weg nach Heiligenkreuz am Wasen. Mhm. Und wer es ins Navi eingeben will, also das ist in Berndorf mit E, Berndorf 9, in 8081 Heiligenkreuz am Wasen. Und für alle, die oder googeln Lipizzaner Franzl über Google, die den Google Maps findet den Weg finden. Auch, ja. Genau. Findet ihr dann. Oder auch den Weg zu euch, zu den Social-Media-Kanälen finden, zu Robert, zu Christa oder zum Hannes. Ihr gebt auch Auskünfte, auch die Homepage. Vielleicht da gibt es die einen oder anderen Informationen für alle, die gesagt haben, ich bin jetzt nur mehr vor lauter Truck und LKW. Die Faszination hat mich ein bisschen gefesselt und konnte nicht genau zuhören. Also die Homepage von der Christa, vom Robert und vom Hannes oder auch Facebook-Seiten. Ihr seid für alle Informationen natürlich bereit. Wir sind natürlich alle auf Facebook. Mhm. Dann auf Homepage, die Website. Genau. www.christa-fatek.com. Ja. www.hanneslanz.at. Jawohl. Oder www.robertf.at. Jetzt haben wir alles genau und detailliert. Das Trackerfest vom 31. Mai bis zum 2. Juni beim Lipizzaner Franzl in Heiligenkreuz am Wasen. Alle Infos, alle Informationen, alle Details zum Programm, zu den Tracks, zur Musik, zur Kulinarik. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch stundenlang reden. Kleiner Tipp, auch bei uns in der Werbung läuft die Information zum Trackerfest und natürlich auch dann quasi bei euch, wie gesagt, bei den Homepages bzw. bei den Social-Media-Kanälen. Wir gehen in eine kurze Werbung, einmal alle Informationen sammeln zum Trackerfest und zu den Dreien. Aber die Drei bleiben noch bei mir, denn ich möchte noch wissen, was es in der Musik Neues gibt. Denn der Hannes, der kommt braun. Ich bin froh, lieber Hannes, dass du ein bisschen weiter weg sitzt von mir, weil sonst würde man den Unterschied sehen. Braun gebrannt kommt er immer ins Studio zu mir, unglaublich. Aber das hat ja auch einen guten Grund. Genau. Den sieht es immer in den Süden, den Hannes, wie wir das schon wissen. Und die Christa und der Robert sind natürlich auch fleißig unterwegs gewesen. Im Tonstudio, mit der Kamera, mit dem Mikrofon und. Ich würde sagen, nach der Werbung lassen wir mal die Christa musikalisch Aufstellung nehmen und dann gibt es Informationen zu euren musikalischen Neuheiten. Also dranbleiben. Bitteschön. Only 5 minutes. Then I have to go. The band is waiting to start the show. I check my makeup, then let's go. Stage lights on for the country show. Guitars and horses, beer and cowboys. I like line dance, here I'm at home. Guitars and horses, mom and dad, and all my friends in the country bed. Only 5 minutes, I'm starting to smile. I put on my boots for a little while. I check my hairstyle, then let's go. Stage lights on for the country show. Guitars and horses, beer and cowboys. I like line dance, here I'm at home. Guitars and horses, mom and dad, and all my friends in the country band. If I would live my life again, I wouldn't change anything. Guitars and horses, beer and cowboys.
Wir sind wieder zurück. Christa Fahrteig, Robert F. und Hannes Lanz, meine heutigen Gäste. Das Truckerfest, das haben wir schon umfangreich angekündigt. Ich nehme es noch einmal in die Hand. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2019 findet es statt. Alle Informationen bei den Musikern auf der Homepage und auf der Facebook-Seite. Aber jetzt geht es zu den musikalischen Neuheiten, denn da bin ich ja auch schon gespannt. Und ich würde einfach zum braun gebrannten Hannes Lanz schauen. Das ist auch schon ein Markenzeichen von dir, dich trägt in den Süden. Und ich glaube, Süden, Mallorca, ist bei dir jetzt so ein aktuelles Thema. Es ist ein aktuelles Thema. Wir waren vor 14 Tagen waren wir mit meinem Produktionsteam auf Mallorca. Mhm. Meine Fans wollten mal einen Sommertitel von mir haben. Wir haben einen Sommertitel und einen Hannes Landschlager produziert. Und es wurden zwei Videos in Mallorca gedreht. Einmal mit Sonne, Strand, Meer, Boot, also ganz gechillt. Mhm. Und ein zweites Video, eher so ein bisschen charismatisch, in der Region Arta. Das ist ein Wallfahrtsort, das ist eigentlich so ein Lieblingsplatz von mir, so Energie. Ich stehe auf alte Kirchen und alte Burgen. Und das sind zwei total konträre Videos. Und werden wir dann auch auf VolksTV vorstellen. Mhm. Und zu meiner Bräune, also jeder sagt immer, du bist im Urlaub, ich wäre relativ schnell auch in Österreich braun. Ich liebe auch Österreich und Steiermark. Und deinen Garten auch, oder du? Und meinen Garten, ich habe in meinem Garten Zitronenbäume, Bananenbäume, also total botanisch alles. Also ich liebe einfach diesen Flair, aber ich bin auch bekennender Österreich-Fan. Das heißt, egal ob in Österreich oder Mallorca oder darüber hinaus, du wirst schnell braun, aber du bist schon ein bisschen, also schon südliche Länder suchst du dir gerne für die Videos aus. Da sind wir jetzt gespannt auf zwei Neuheiten. Und wenn ich jetzt so an Videos denke, was auch so ein bisschen ein Markenzeichen beim Hannes ist, ja, man sagt dir schon, man braucht die schöne Frau nicht verstecken. Du hast eine wunderschöne Frau zu Hause und du sagst auch dann dazu, na, ich hätte ja gern, wenn sie so schauspielerische Talente hat, in meinen Musikvideos. Das ist auch immer wieder der Fall gewesen. Wie schaut es jetzt aus? Dürfen wir da bei den neuen Videos auch? Es ist ja so, dass eigentlich meine Frau immer bei den letzten Videos mitgespielt hat, die Blondine. Und bei den jetzigen zwei Videos spielen auch noch andere Damen mit, aber das wird einfach so eine gechillte Geschichte am Strand. Dann simulieren wir eine Gartenparty oder eine Strandparty. Da hat sich auch Zufall ergeben, dass zwei liebe Freunde an dieser Zeit genau auf Mallorca waren. Und dann habe ich gesagt, ihr seid einfach dabei im Video. Das wird beim Sommervideo sein. Und dieser charismatische Titel, Es ist mein Weg, so heißt diese Nummer, da erscheint meine Frau eigentlich nur so im Hintergrund ab und zu, so wie so eine Fata Morgana, ein bisschen so gechillt und so. Ja. Das war so eben die Philosophie einfach, weil in der Textpassage schon so Passagen vorkommen, dass das Schönste bist du eigentlich so kurz und dann erscheint sie einfach so. Aber es ist schön, wenn man erstens einmal, so wie jetzt bei der Christopher und Robert, die zwei verbindet die Musik und meine Frau ist halt anders künstlerisch tätig. Mhm. Und sie kann das sehr gut und sie kann auch sehr gut charismatisch oder einfach sie auf Situationen einstellen, eine Schauspielerin. Und das verbindet uns wieder. Genau, und vor allem hast du ja gesagt, ein bisschen im Hintergrund, und das ist auch bei den Frauen und bei den Partnern in der Musikbranche auch ganz wichtig, die starke Hand und die starke Schulter im Hintergrund. Und da kenne ich auch, zum Beispiel, wenn du bei mir im Studio bist, ist sie auch immer gerne wieder in der Regie mit dabei. Und sie ist auch mein größter Kritiker. Also wenn man sagt, ist der Kran gerade, sitzt gerade, ich versuche jetzt gerade zu sitzen. Jawohl, damit die Susanne dann quasi... Aber es ist schon gut, dass man so eine Qualitätssicherung auch hat. Ich meine, ich habe ein super Produktionsteam. Also ein namhaften Produzent, der mich natürlich auf den Kopf schlägt, wenn was gesanglich nicht passt. Aber trotzdem, dieses 6-8-Augen-Prinzip ist immer gut. Jeder sieht dann, das kann man besser machen. Wir wollen uns immer verbessern. Mhm. Es ist so, dass man eigentlich sagt, mit dem, was wir jetzt, bis jetzt machen, sind wir zufrieden. Dann ist ein Haken gesetzt. Aber was könnte man wieder besser machen? Und dann hat man keinen Stillstand. Und dann wird man immer, entwickelt man sich. Und da ist gut, wenn man natürlich viele Meinungen bekommt, die einen einfach weiterbringen. Und auch ehrliche Meinungen. Nicht so die typischen Schulterklopfer, ist eh alles gut und passt eh alles. Also ich glaube, so wichtige Meinungen im Hintergrund, ich weiß das von meiner Familie, das braucht man einfach. Und das sind wirklich so die stimmigen, ehrlichen, authentischen Meinungen, wo man sagt, auf das kann man dann bauen. Man kann natürlich nicht jedem recht tun, aber man sieht das einfach auf einer anderen Seite dann. Und dann ist es eigentlich immer gut, wenn man dann Feedback bekommt. Diese neuen Titel, sind die beim Truckerfest dann auch vorhanden auf der Bühne? Die werden wir beim Truckerfest dann auch schon präsentieren, zumindest den Sommertitel. Mhm. Und weil man muss ja heutzutage das PR-mäßig richtig machen. Wir werden im Mai diesen Sommertitel dann vermarkten mit der Radio-Promotion, mit der Video-Promotion. Danke auch wieder bei euch. Und der zweite Titel wird eher im Hintergrund gehalten und dann gibt es den Kickoff dann im August, weil der einfach besser in den Herbst reinpasst. Mhm.
Und aber der Sommertitel, den werden wir dann schon beim Trackerfest hören. Kurz und bündig, man kann zusammenfassen, den Hannes Lanz ist nicht langweilig, den zieht es nicht nur nach Österreich, sondern auch darüber hinaus, vor allem wenn es um die Videoproduktionen geht. Aber da kriegen wir dann Informationen noch. Du hast eigentlich schon verraten, du wirst den Titel auch bei uns vorstellen. Das heißt, wir dürfen über diesen Titel dann intensiver dann sowieso genau, in den nächsten dann Wochen plaudern. Dann präsentieren. So ist es. Aber wie gesagt, irgendwie schließt sich so der Kreis und das Thema Verbinden und Verbindung ist nicht nur auf der Straße, beim Trackerfest, beim LKW das Thema. Ihr seid mit der Musik verbunden, ihr seid mit der Freundschaft irgendwie verbunden und das war auch für dich dann klare Sache, wenn es ein Trackerfest genau. gibt, ist der Hannes Lanz mit dabei. Sehr gerne, ja. Jawohl. Und neue Single verbindet auch die Christa mit ihrer Musik, denn du warst auch nicht untätig, sondern du warst fleißig unterwegs und hast auch neue Titel im Repertoire. Ja, natürlich, in meinen wirklich vielen Auftritten, ja, das ganze Jahr über, habe ich auch immer natürlich CD-Produktionen gemacht, meine aktuelle CD Don't Give Up, Country CD, als Label bei Drei Select oder Three Select, wie man das auch sagen möchte. Werner Schneeweiß ist wahrscheinlich ein Begriff. Haben wir das zusammen gemacht natürlich und er hat dann auch gesagt, wir bleiben oder ich bleibe natürlich auch Schlager- und Country-Sängerin. Das möchte ich sein, ja. Das bin ich auch, ja. Deswegen mache ich auch immer wieder Schlagertitel, ja. Und mein derzeit neuester Titel heißt Feuer und Eis, wurde erst im April veröffentlicht und ist derzeit wirklich in Österreich auf den DJ-Hit-Paraden, das heißt in den Diskotheken zum Tanzen, ja, kann man es hören und tanzen natürlich. Derzeit auf Platz 3, glaube ich, oder stimmt das? Ich glaube, ja, Platz 3. Morgen Platz 2. Und in Deutschland, Germany. Ja, ich weiß seit die Platzierungen nicht mehr. Seit 9 Wochen in der Wertung und nie schlechter als wir auf Platz 3. Also ich bin stolz, Mann, weiß das besser. Ja, ja, bitteschön. Aber man sieht die Harmonie, die stimmt einfach. Und wie der Hannes gesagt hat, ihr seid jetzt nicht nur Einzelkämpfer in der Schlagerwelt, ich sage es jetzt einmal so banal, aber ihr seid Freunde, das ist natürlich auch richtig. Ganz wichtig. Und da gibt es ein Miteinander, das gibt es beim Trackerfest, das gibt es im Tonstudio, das gibt es auch natürlich bei eurer Freundschaft. Ja. Jetzt den Robert, da frage ich auch noch nach Neuigkeiten. Ja, mein neuester Titel, Nimm dir Zeit, ist auch gerade mal vor 3 Wochen präsentiert worden. Ist am Samstag auch bei VolksTV, beim VolksTV-Stadl zu sehen und am Sonntag als Wiederholung. Na, da präsentiere ich diesen neuen Titel auch. Ja, und im Oktober produzieren wir schon den nächsten Titel. Und morgen? Haben wir das erste Video. Country Video. Ja. Da gibt es ja auch eine Geschichte, oder? Eigentlich ist der Robert nicht als Liebhaber aufgefallen, sondern als Schauspieler quasi. Also wie gesagt, der war bei unserer, wo wir gebucht waren. Ja. Und ich habe dann Robert gefragt, dachte mir, der Typ passte wirklich gut zu meiner Country-Geschichte, zu meinen Country-Songs. Und ich habe gedacht, ich frage ihn mal, ob er vielleicht beim Video mitmachen möchte. Er hat ja gesagt. Das Video, wie gesagt, ist morgen. Ein paar sind wir schon lang. Ja, bitteschön. Also er hat ja gesagt zum Video und zur Hochzeit und zu allem drum und dran. Ja, es ist wieder alles verbandelt, sage ich jetzt einmal so. Danke, Hannes, auch, dass du da immer wieder deine Finger im Spiel hast. So wie für die Christa gemacht. Ja, bitte. Ich bin kein Heiratsvermittler, gell? Ach so, okay, gut. Also alle Wünsche dann. Und über die Profession, die er bekommen hat, über die sprechen wir hinter den Kulissen. Ja, bitte, das bleibt dann alles. Ja, das wollen wir nicht so genau wissen. Habt ihr schon irgendwie. Aber auf jeden Fall. Was man dann wirklich vermitteln kann, ist, Freundschaft zählt auch natürlich nicht nur auf der Bühne, sondern auch abseits davon. Da können schon so manche Ideen entstehen und manche Hochzeiten, manche Traumpaare dann quasi auch auf der Bühne, ja, wie es das Leben so spielt. Und wie gesagt, eure neuen Titel sind auch beim Trackerfest, 31. Mai bis 2. Juni. Alle Informationen, alle Neuheiten, ihr haltet es uns sowieso am Laufenden. Der Hannes kommt dann wieder, da werde ich schauen, dass ich auch ein bisschen Sonne abbekomme, weil wenn der Hannes dann wieder kommt, ist er noch brauner wahrscheinlich. Ich werde ein bisschen bleich. Ah, alles klar, wir treffen uns dann in der Mitte quasi. Aber dann, es ist schön, immer wieder Neuheiten von euch zu erfahren. Und alles Weitere fangen wir dann mit der Kamera beim Trackerfest ein, hätte ich mir gedacht. Das ist gut. Jawohl. Ja. Wir dürfen verraten, wir gehen auch in eine kleine CD-Pause und in eine gesund und glücklich Pause. So heißt es immer wieder bei uns. Aber ihr bleibt bei uns in musikalischer Art und Weise. Der Hannes Lanz hat ja natürlich ein paar Titel, die er noch im Programm hat, die dann noch
ja, ich darf dich bitten, dass du Aufstellung nimmst dann auch trotzdem, auch wenn du schon quasi dich verabschiedet hast und die Christa und euer Duett und sowieso. Also wie gesagt, auch zum Wünschen hier bei uns in der Volksbox ganz wichtig, auch wer sich die Musik von Christa und vom Hannes und ich hoffe demnächst auch vom Robert nach Hause bestellen möchte oder wünschen möchte. Die Volksbox ist immer ein guter Tipp. Und wie gesagt, wir sehen uns beim Trackerfest und alle Neuheiten rund um Musik gibt es dann wieder hier bei uns auf VolksTV zu sehen. Vom Hannes, von der Christa und vom Robert. Ich danke euch für den Besuch. Danke. Dankeschön. Wir danken für die Einladung. Bitte gerne. Und wir sehen uns um kurz nach 20 Uhr in der Volksbox mit allen Musikwünschen, allen Grüßen und, was so dazugehört. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Ihre und eure Clara Ploder. Nimm dir Zeit für deine Träume. Nimm dir Zeit für alles Schöne auf der Welt. Zeit, um Danke zu sagen für die Menschen, die dir wichtig sind. Du siehst auf die Uhr, schon wieder viel zu spät. Es ist so viel zu tun und die Zeit, sie vergeht. Zu deiner Mama, deine Freundin wartet auch. Und dein Mann kommt heute viel zu spät nach Haus. Das geht sich alles nicht aus. Nimm dir Zeit für deine Träume. Nimm dir Zeit für alles Schöne auf der Welt. Zeit, um Danke zu sagen für die Menschen, die dir wichtig sind. Du streichst halt deine Termine, das Leben wartet nicht. Jeder Augenblick ist wichtig. Und komm niemals mehr zurück, vergiss das nicht. Nimm dir Zeit für deine Träume. Nimm dir Zeit für alles Schöne auf der Welt. Nimm dir Zeit, um Danke zu sagen. Thanks.